Willkommen zu unserem heutigen Beitrag. Eigentlich geht es heute um das Thema Bauhaustag am 5. September. Aber wir haben uns heute dazu entschlossen, den Beitrag hier im Nachbargebäude des Tietz-Kaufhauses, und zwar in dem Sozialgebäude, stattfinden zu lassen. Hintergrund ist, wir haben sehr viel Resonanz bekommen auf unseren Beitrag zur Historie des Kaufhauses. Und da hatten wir angekündigt, dass es das ein oder andere hier noch zu entdecken und zu sehen gibt. Das ist ein Bereich davon. Sozialgebäude, hier war die Kantine, hier war ein Saal, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Betriebsfeiern abhalten konnten. Hier gab es einen Friseur, ganz viele Sachen zu entdecken. Und das wäre ein kleiner Vorgeschmack. Wie gesagt, da können wir gerne in einem der nächsten Videobeiträge noch ein bisschen mehr zeigen. Und zum Thema Bauhaustag, ich habe mal das Plakat mitgebracht. 5. September, Thema Bauhaus trifft Geschichte. Bauhaus trifft Geschichte, warum im Tietz-Kaufhaus? So richtig Bauhaus-Architektur sind wir gar nicht im Tietz-Kaufhaus. Aber wir sind Geschichte. Und zwar sind wir Geschichte einmal die Gründerfamilie des Kaufhauses Tietz. Die Familie Tietz ist eine jüdische Familie. Das heißt, wir haben hier einmal jüdische Geschichte, die an dem Tag mit aufgegriffen werden soll. Und wir haben natürlich auch die Geschichte des Warenhauses, wurde auch in einigen Beitragen schon mit dargestellt, dass sich die Warenhausgeschichte ändert, dass sich das Kaufverhalten ändert. Und das ist eines der Beispiele hier in Gera, in unserem tollen Kaufhaus, wo man das sehr gut sehen kann, wie sich das architektonisch verändert, wie sich das vom Kaufverhalten ändert und wie man zukünftige Nutzung gestalten kann. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn Sie am 5. September hier im Kaufhaus vorbeischauen, sich die Ausstellung anschauen und unser schönes Haus besichtigen. Vielen Dank.